Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Season of Discovery. Heute habe ich mir gedacht, fange ich mal meinen wunderschönen Ups, Magier an. Und zwar habe ich ihn schon mal ein bisschen vorher erstellt, habe mir schon mal so ein paar Sachen rübergeschickt und war in der Zeit hier im Brill. Einfach damit hier die Leiste schon mal so ein bisschen füllt. Ich dachte mir, warum nicht? Und habe schon mal dafür gesorgt, dass er jetzt 8er Taschen hat und ja, schon mal so ein bisschen Startgeld. Und dann fangen wir direkt mal an, weil ich habe richtig Lust gehabt auf einen Mage oder einen Hexenmeister. Dann dachte ich mir, ja, komm, ich konnte mich nicht entscheiden. Dann habe ich einfach gedacht, starten wir einfach mit Mage. Warum nicht? Warte mal, Wasser packe ich mal hier hin. So. Ja, und es fängt wieder von vorne an, Leute. Es fängt wieder von vorne an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Mage eigentlich so spielt. Also ich habe es ja gesehen, wie Mages und so drauf sind, ne? Aber selber gespielt habe ich es natürlich nicht. Ich habe auf jeden Fall sehr... sehr Bock drauf. Damals war sogar einer meiner ersten Charakter, als ich damals ganz früher, noch zu Classic-Zeiten, ganz neu angefangen hatte. Mage. Erst Priester und dann auf Mage. Ja, dann fangen wir mal an. Dann geht's mal los, Leute. Also, es war eine sehr, sehr lange Zeit lang sogar Mage mein Main. Ich weiß gar nicht, ob was wir dann skillen sollen. Ich weiß gar nicht, was in Season of Discovery, sag ich mal, am besten ist. Weiß nicht, ob Feuer oder Frost. Müsste ich mal schauen. Oh, und wir sind... schon... Oh. Wir haben schon kein Mana mehr. Nice. Vielleicht hätte ich mir mal irgendwie ein paar Mana-Tränke rüberschicken sollen, ne? Na gut, dann müssen wir die auch ein bisschen mit dem Stab verprügeln. Ich habe jetzt keine Lust, mich jede Minute hinzusetzen und was zu trinken. Ich würde sagen, wir benutzen pro Zombie vielleicht nur 2 Feuerbälle. Hat in der Zeit ein bisschen Mana regeneriert und der macht ja noch im Nachhinein noch ein bisschen Schaden. Ach, ja klar, Level Up. Hätte ich eigentlich durchballern können. Egal. Es ist, wie es ist, Leute. Schön, es geht schnell. Oh, warte mal. Ich kann direkt noch eine Quest annehmen. Das machen wir, weil ich meine, das ist dann direkt in Kombination mit den Skeletten, wenn ich mich nicht irre, ne? Würde ich mal sagen. Entweder, warte mal. Die Verdammten, das müssten eigentlich Skelette sein, oder? Skelette oder, ach, H2? Ja. Ja. Erstmal Intelligenz-Buff, ja. Ja, sehr gut. Ach, für die Rune, ne? Geduld und Disziplin. Tötet, aha, ja, okay. Was bekomme ich hier? Übersetzung Schriftrollen, aha. Und Handschuhe. Und Eislanze. Sieg für Silvanas. Das geht schnell. Die dunkle Fürstin schütze euch. Gut. Wir machen aber erstmal alles ganz entspannt weiter. So, mein Intelligenz-Buff, den hätte ich ganz gerne. 2 Intelligenz. Wie viel Unterschied macht das auf dem Level schon? 160 Mana und jetzt haben wir... Boom. Nice. Das ist sehr gut. Sind einfach 2-mal Feuerball, ne? Was haben wir noch? Nachtsaugerflügel, alles klar. Wir machen erstmal die Zombies. Wir machen hier erstmal entspannt weiter, obwohl, wenn ich Eislanze holen würde, ne? Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Tötet. Aha. Aha. Kreuzzug in der Nähe von Deathrail, bla bla bla. Sind die nicht hier hinten? Sind die guten alten Scharlachroten nicht dort hinten? Wir machen das vielleicht erstmal. Ich denke, vielleicht Eislanze ist gar nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie viel Eislanze denn so an Mana kostet. Vielleicht ist es ja relativ günstiger. Könnten wir uns hier auch schneller durchboxen, ne? Da hinten sind sie doch, oder? Und welche Scharlachroten brauchen wir? Initiante. Nee. Ach, die Magier. Hm, ja klar. Klingt logisch, aber die sind noch ein bisschen knackig, ne? Ah, da hinten. Ich versuche einfach mal von außen rum, weil ich will schnell die Eislanze haben. Ich hab da Bock drauf. Da habe ich schon Bock drauf, Leute. Da wäre noch einer, okay. Vielleicht haben wir Glück und das funktioniert relativ schnell. Na super. Und Malos leer. Nice.
I love it. Natürlich bekomme ich es nicht. Wer hätte es auch gedacht, ja. Ich sollte mir vielleicht doch erstmal ein bisschen Wasser kaufen, ne? Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, Kollege. Und dann kloppen wir den tot. Schön mit einem Stab auf den Kopf knuppeln. Und in den Schritt, aber das ist ausgewichen. Gut. Komm, einmal in die Rippe. Komm. Yes. Und jetzt nochmal auf den Kopf. Komm. Nicht auf die Brust, auf den Kopf. Yes. Genau so. Ich würde den ganz gerne ein bisschen weiter hier rausziehen. Oder wir machen erstmal die normalen Quests weiter, ne? Ich hoffe, wir müssen hier bald ja so oder so hin. Ich bin außer Reichweite. Ja, komm ruhig näher. So, komm zu Onkel Ray. Komm, wir knuppeln den jetzt noch nieder. Sparen wir uns ein bisschen unser Mana. Einen mache ich vielleicht noch, alle guten Dinge sind ja drei, bekanntlich. Aber wo wäre denn noch einer in der Nähe? Ich sehe jetzt nicht direkt hier einen irgendwo. Dann machen wir das lieber in Verbindung mit der Quest dann. Machen wir es lieber so. Klatschen wir erstmal die Zombies, die Viecher hier alle. Dann sind wir bis dahin bestimmt Level 4 oder so. Würde ich mal vermuten. Wir müssen ja da so oder so hin für eine Quest. Deswegen, wir lassen es lieber, wir lassen es lieber. Ich mache jetzt kein Durcheinander. Ich arbeite alles systematisch ab, Leute. Wir müssen uns ja nicht schätzen, aber ich dachte, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir vielleicht ein bisschen schneller oder so, aber... Es will wohl nicht. Es ist noch nicht die Zeit, Leute. Wir haben halt so ein schönes Mana-Problem, ne? I love it. Das ist halt der Struggle eines Mages. Der wahre Struggle eines Mages. Na gut. Dann lassen wir den einmal noch... Ach, er ist ja schon voll. Ich wollte gerade sagen, lassen wir ihn voll tanken. Das ging ja doch schneller als gedacht. Ja, obwohl. Bisschen sparen, habe ich ja gesagt. Komm. Elender Zombie und das war hirnloser. Ja, ein paar brauche ich noch. Ein paar würde ich da noch brauchen. Ah, komm, den hauen wir so noch um. Wunderbar. Das ist der letzte Hirnlose. Komm her, Bro. Hirnlos. Elender. Sehr schön. Was haben wir da drin? Hexenmeister. Ein guter alter Hexenmeister. Beziehungsweise Hexenmeisterin. Okay, und was haben wir hier hinten? Noch ein Mage. Mein Zwillingsbruder. Oder so ähnlich. Oh. Bamsen. Bamsen. Und komm her. Dich knuppel ich kaputt. Haben wir da hinten? Ja, ich brauche noch die anderen. Da drin auch nicht. Der. Da ist mein nächstes Opfer. Den hauen wir mal drei rein. Warum nicht? Na gut. Das gibt's. Widersteht der Kollege hier alles oder was? Haben wir hier? Leder. Okay. Nicht interessant, warte mal. Ach, Skelett. Nee, nee. Wo sind meine restlichen Zombie-Bros? Hallo? Das sind alles die Falschen. Warte mal. Ach so. Hirnlos, hirnlos. Kann ich irgendwie mal noch... Aha, da hinten. Sehr schön, geht doch. Komm. Und dann hauen wir den letzten weg. Dann haben wir schon mal die Quest schon mal erledigt. Ist auch schon mal nice. Und ja, damit. Ich gebe die jetzt mal ab.
wenn wir das gemacht haben, weil dann kriegen wir, glaube ich, das mit den Kisten hier, mit den Vorratskisten. Wenn wir die direkt einsammeln, dann die Viecher drumherum alle weghauen. Dann haben wir jetzt gleich unser Level up. Mal gucken, wie viel Level wir in der ersten Folge schaffen. Also das Level 6 sollte auf jeden Fall easy drin sein, würde ich mal so sagen. Wir schauen, wir schauen. Raus mit der Sprache. Und, also. Oh, nehmen wir erstmal einen Rücken. Denk dran, Geduld und Disziplin. Ich bin ganz Ohr. Zauberforschung. Das Buggy. Wollte schon sagen. Warte mal, genau. Ich wollte mir eigentlich noch Wasser holen. Wasser wäre nicht schlecht. Tuchmacher. Hallo. Mal. Der Lehrer, Schurkenlehrer. Ah, hier. Was jetzt? Wir machen so. Wunderbar. Oh ja, und wie ich sie fürchte. Ah ja, Skelette, genau. Jetzt haben wir das mit den Skeletten. Den guten alten Skeletten, Leute. Die Kästen leider noch nicht. Sag jetzt nicht, die sind alle weg. Nicht, dass sie uns jetzt alle weggefarmt werden. Das wäre nicht so nice. Hallo? Keiner mehr da? Ah, ich glaube, der nimmt die gerade alle auseinander. Okay, ah, da haben sie noch ein paar. Da sind hier noch ein paar. Komm, knuppel ihn. Noch ein, komm, komm, komm. Ein Haken. So. Was ist das für eine Hose? Leder. Gute alte Lederbuchse. Die bayerische Latzhose. Ah, komm, wir knüppeln den auch ein bisschen. Obwohl ich eigentlich genug Wasser habe. Ich meine, wir können das uns am Anfang auch easy einkaufen lassen. Komm, wir ballern einfach durch. Und dann trinke ich mal ein paar Schlücke und dann stehe ich halt wieder auf. Muss mir bald zwar nochmal neues Wasser holen, aber was soll's. Das dauert ja nicht so lange in dem Level. So. Und weiter geht's. So, drei sollten reichen. Mal ein bisschen will ich trotzdem aufbauen. Ich will jetzt nicht nach jedem Kampf irgendwie immer trinken müssen, ne? So, next one. Komm her. Komm her, Bro. Spannende Kämpfe, ne? Auf dem Level sehr, sehr spannend. So. Es läuft. Es läuft wieder perfekt. Aber ich bin so gespannt auf Phase 2, Leute, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich den hier noch vor Phase 2 auf 25 bringen kann. Ich hoffe es. Ich werde mein Bestes geben, aber sicher bin ich mir nicht, Leute. Sicher bin ich mir da auf jeden Fall nicht. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mich relativ lang mit ihm hier im Untotengebiet aufhalte, weil wir waren jetzt sehr oft im Brachland und so, ne? Und ich glaube, das ist hier ein bisschen mal wieder eine Abwechslung, ne? Das muss ja auch mal sein. So, ja, jetzt brauchen wir ein paar Skelette, ne? Hier außen sind doch auch noch mal ein paar. Aha. Ist hier einer. Komm mal her. Schmeck meinen Stab. Bamsen. Nice. Eine Hose. Eine Gucci-Hose. Okay. Oh, keine Skelette, keine Skelette. Wie brauche ich jetzt noch? Drei. Ist ja gar nicht mal mehr so viel. Können wir eigentlich so komplett mit unseren Zaubern durchballern, würde ich sagen. Komm. Okay. Aha. Aha, da versteckt sich ja der Nächste.
Ja, komm. Was soll's? Dann trinken wir einen Schluck. Halten kurz Ausschau. Aha, das ist ja der nächste. Ja, komm, das reicht. Für ihn reicht es. Dann geben wir die auch erstmal ab. Machen wir erstmal diese Questreihe, ne? Ganz auf entspannt, ohne Stress. Kriegen wir jetzt bald unser nächstes Level ab. Kriegen wir nochmal neue Fähigkeiten. Wunderbar. Und den Müll... Oh, muss ich jetzt nicht unbedingt verkaufen, aber... Ich meine, wenn wir schon hier sind, dann machen wir das auch. Ja, das irritiert mich jetzt, ne, mit der Quest. Was jetzt? Ach komm, ist komplett buggy. Was ist? Ja, das ist irgendwie am Anfang hier, im Anfangsgebiet immer ziemlich buggy, ne? Also, das hatte ich bis jetzt mit jedem Charakter, egal ob jetzt mit... ja, mit allen eigentlich. Mit Druiden hatte ich das Problem gehabt, mit meinem Jäger hatte ich das Problem gehabt, mit meinem... Rock am Anfang hatte ich das Problem gehabt, mit ihm jetzt auch, also... Keine Ahnung, was da los ist, Leute. Und wieder rein. Hallo. Schuhe. Vertraut niemandem. Nice. Was jetzt? Vorsicht. Aha. Feinde im Übermaß. Sehr gut. Ja, verkaufe ich mal eben den Kram. Why not? Stimmt, ich kann Intelligenz-Buff geben. Hätte ich den Hexer mal vorhin einen Buff gegeben, ne? Kommen wir mal zurück. Für den Kupfer. Wunderbar. Alright, also wir haben da hinten eine Müssen wir nicht irgendwie mal die Kisten einsammeln? Oder mit Level 4, ne? Dann killen wir erstmal da hinten die Mobs, würde ich sagen. Mobby Mobs. Die Wildtiere. Ja, ich überlege, welche Berufe ich auch mit ihm hier mache, ne? Auch wieder Kirschnern. Ich habe ja nicht Lust, immer Kirschnern zu machen. Vielleicht mache ich mit ihm diesmal was anderes. Da mache ich Bergbau und Kräuterkunde. Ich denke, das wäre doch mal ein Plan. Das könnte ich mir relativ gut vorstellen. Irgendwas Interessantes? Nee, wir sortieren aber trotzdem mal so ein bisschen um. Am Anfang werden wir eh noch nichts Gutes kriegen, ne? Ist ja Standard. Das ist ja logisch. So. Ah, wir machen jetzt immer... Ja, komm. Wir kriegen einen vierten. Was soll's? Was soll's, Leute? Oh, Level 4. Der wird relativ viel aushalten, aber... Was soll's? Die Mana regeneriere ich überhaupt immer so? Oh gut. Sehr schön. Wir haben auch gleich Level Up. Das heißt, nach zwei Mobs oder wie viel Erfahrung brauchen wir? Naja, ich würde sagen, nach zwei Mobs dann hauen wir den Wolf weg und die Fledermaus. Und danach haben wir direkt wieder Mana voll. Easy peasy. So, dann komm mal her. Bam, bam, bam und nochmal. Und hier hauen wir jetzt unser ganz Mana raus. Sehr schön. Hier hinten oben hätten wir ein paar Quests, aber hier nichts. Ist hier vielleicht wieder so ein Zauberer von denen? Ich will eigentlich meine Glyphe haben. Rune. Sieht irgendwie ziemlich leer aus, ne? Gut, machen wir erstmal hier weiter. Hauen wir erstmal die ganzen Wildtiere um. Ich würde sagen, das passt schon. Und das Schöne, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Mana. Das heißt, wir könnten in der Regel immer einen Feuerball mehr machen, würde ich sagen. Oder? Ja, doch. Würde ich schon behaupten. Jetzt können wir nämlich ein bisschen mehr
durchballern, kannst du mal weggehen. Ich würde ganz gerne in Ruhe hier trinken. Läuft hier so weit? Naja. Hä? Wo will die hin? Hallo? Sie will nach Brill. Sie will nach Unterstadt. Sie spaziert einfach mal eine Runde nach Unterstadt. Nicht schlecht. So, weiter geht's. Warum kriegst du auch noch einen rein? Auch noch drei von denen hier und auch drei von ihm. Ich glaube, das war's dann. Ne? Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht erstmal. Sehr schön. Was ist das für eine Hose? Eine Müllhose. Aber gut. Alright. Es läuft, Leute. Es läuft. Es läuft doch wie geölt. Also ich denke, Level 6 sollte easy drin sein. Und wir können neue Fähigkeiten lernen. Genau. Das darf ich auf jeden Fall vielleicht nicht vergessen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest hier auf jeden Fall noch ready. Und danach gehen wir dann unsere Fähigkeiten erlernen. Dann gehen wir zum Klassenlehrer und dann schauen wir mal weiter, ne? Bin ich aufgehoben doch. Ja, wo ist die Lady überhaupt hin? Die ist irgendwie weg. Ist irgendwie... Was ist in Luft aufgelöst? Ist hier gar nicht mehr. Hier ist noch ein Typ. Oder war die das? Nee. Ziemlich seltsam. Naja. So, ich brauche jetzt noch Fledermäuse. Gut, dann hoffe ich mal, dass es relativ schnell droppt, damit wir hier einmal schnell fertig sind. Dann wäre ich happy. Ist das hier für ein Handschuh? Oh, ne. Muss nicht sein. Sieht vielleicht nur höchstens anders aus. Nice, einer noch. Also wenn wir das gemacht haben, dann abgeben. Dann kriegen wir auch, glaube ich, die anderen Quests in einen Schurkenhandel. Dann, ja. Wir können ja uns in die Richtung hier hinten kämpfen. Weil wir sind ja eh fast da. Dann nehmen wir die Quest direkt an. Ich weiß, mussten wir gegen den kämpfen? Gegen den Typen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es einfach vergessen. Ich meine, wir mussten doch gegen den kämpfen, oder? Ich meine, ja. Sehr schön. Wieder Handschuh und so. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ein bisschen Kupfer für die Tasche. Warum nicht? Kann man machen. So, Kollege. Was ist? Seid auf der. Nee, ein Brief. War einfach nur ein Brief. Mussten wir nicht irgendwann mal gegen ihn kämpfen? Oder war das nur speziell für die Schurken? Ich weiß es gar nicht mehr. So, dann müssen wir jetzt hier abgeben. Dann haben wir gleich noch die Quest hier. Dann noch die mit den Kisten. Dann noch hier in die Höhle, soweit ich mich erinnern kann, mit den Spinnen. Ja, ja. Glaube, ich liege richtig. Boah, und dann werden wir dieses ganze Gebiet hier schön clearen. Dann hier reingehen und so, ne? Guck mal, ich bin korrekt. Bamsen. Das ist erstmal fett, viel mehr Mana. Genau so. So wird's gemacht, Leute. Immer schön die Crew unterstützen. Wir sind hier eine Fraktion, Leute. Gut. Dann mal schauen. Was für Fähigkeiten kriege ich jetzt nochmal? Kriege ich jetzt schon Wasser oder? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich bin ganz Ohr. Armschienen. Wow. Was benötigt ihr? Yes, Wasser. Und Frostblitz. Unsere Zeit wird kommen. Wasser herstellen. Was ist denn für Wasser, was ich herstelle? Das besser als Quell ist das genau dasselbe, ne? 151 und... Jo. Ich würde aber sagen... Obwohl... Benutze ich mein eigenes.
Ja. Das andere verkaufe ich dann einfach. Na gut. Ist halt ein bisschen günstiger vom Mana-Kosten her, ne? Gut, gut, gut. Verkaufen wir noch eben den Kram. Was benötigt ihr? Ne, warte. Oh, oh, oh. Ah, nein, ich wollte nicht verkaufen. Ja. Fürchtet die Lebenden. Gut. Machen wir jetzt mal ganz kurz das Stack einmal voll. Dann haben wir da erstmal Ruhe. Und sehr schön, das reicht. Das passt schon, Leute. Was jetzt? So. Ich bin verlassen. Okay, jetzt fängt es an. Also wir müssen hier was am Grab machen, aber ich glaube, dafür brauchten wir Überreste von Samuel. Samuel Jackson. Dann gehen wir in die Richtung und nehmen auf dem Weg die Waren mit. Ja. Ganz auf entspannt. Oh, hier ist ja direkt viel. Ah, ich weiß noch. Zum Start, Leute. Zum Neustart hier war komplett Katastrophe. Aber gut. Jetzt haben wir hier richtig entspannt, Leute. Ich bin echt gespannt bei Phase 2, ne? Wie voll. Dann, 1000 Nadeln und so sein wird, ne? Bin ich echt gespannt. Sag nicht, die mach auch Samuel. Eigentlich ja, ne? Ja, nice. Gut. Das war doch ganz schön. Alright, alright, alright. Jetzt haben wir es über. Ja. Gut. Ja, nett. Ganz nett, Leute. Was mir auch gerade einfällt, ich habe hier noch was vergessen rauszuziehen, und zwar meine Volksfähigkeit. Schießen, Zauberstäbe, das kann ich auch schon mal holen für die Zukunft. So, dann gucken wir direkt mal hier nach den Vorräten. Oder Ausrüstung ist für mich fast dasselbe, Leute. Na gut, Ausrüstung ist keine... Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst doch schon, was der gute alte Ray meint. So, haben wir hier drin auch noch was hier oben. Ne, hier aber unter der Treppe auf jeden Fall. Gucken wir direkt oben nach. Wer weiß, wer weiß. Oh, oh. Oh, doch. Aha, warum nicht, ne? Ja, sag ich nicht nein. Cool, direkt zwei Quests ready. Ready, steady. Und ein bisschen Cash. Warum nicht, warum nicht? Ah, ich liebe es irgendwie immer, wenn man so einen neuen Charakter hat, ne? Und dann sein erstes eigenes Gold und so mit dem verdient. Klar, ich habe mir jetzt ein bisschen was rübergeschickt. Aber am besten ist immer, wenn man komplett neu startet, kein Geld hat, dann ist jede Kiste und so, die man findet, richtig geil. Was verlangt ihr vom Tod? Ja, den Gürtel verlange ich. Vertraut niemandem. Gürtel, den bin ich schon am Verlangen vom Tod. Den muss nämlich schon abchecken. Gut. Aber. Dann sind wir schon fast Level 5, Leute. Geht doch richtig fix. Ich habe nicht ewig Zeit. So, und dann kämpfen wir uns der Spinnenhöhle. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Spinnen. Ah, meine Rune. Ich hätte so gerne die Rune, Leute. Aber ich meine, wir kriegen da doch eine Quest. Wir müssen da doch irgendwie zu diesen Zelten, und war da nicht irgendwie ein Brief oder so, müssen wir da looten?
Ich meine, da war irgendwie sowas in dieser Richtung gewesen. Ja. Es müsste irgendwas in der Richtung gewesen sein. Und sonst muss ich doppelt dahin, ne? Machen wir das so zusammen. Junge Nachtweber und auch die anderen. Einziger Nachteil halt echt als Mage. Mana, ne? Mana ist schon bitter, wenn man so viel verbraucht. Ach, ich wollte auch eigentlich Frostblitz benutzen, ne? Gut, das wurde dann wohl nix. Mit dem guten alten Frostblitz. Guck mal, der macht auch die Quest. Eigentlich könnten wir zusammen eine Gruppe. Weil das eh nur eine Kill-Quest ist, ne? Geht's um einiges schneller. Da hängen wir dann mit der Zeit, mit dem Level so einen kleinen Ticken hinterher. Aber ich würde sagen, groß und ganz für den Anfang ist ganz gut, weil später hat man eh ein bisschen mehr Mana und dann geht das alles doch ein Ticken besser. Nice, nice, nice. Gut. Hat er fertig? Nee. Aha. Er wollte einfach looten. Er wollte einfach nur den Loot. Vielleicht nicht, braucht er vielleicht ein bisschen Cash? Frag dir mal später, ob das vielleicht sein erster Charakter ist. Dann gebe ich dir vielleicht ein bisschen Start-Cash. Geil, Magier-Tag-Team. Oh oh. Mana-Probleme. Ups. Ja, er scheint sich zu freuen. Ich denke, ich habe so ein Gefühl, dass es sein erster Charakter ist. Aber sonst hätte er es nicht angenommen. Sonst hätte er gesagt, ah nee, Bro, ich hab's selber, aber danke. Es tut mir nicht weh, Leute. Tut mir ja nicht weh. Ja, läuft. Warte mal. Den Junge. Ach ne, genau, ich brauche noch Junge. Und ich sage, ich bin fertig. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nee, 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 nee. Ich brauche mehr Mana. Sehr schön. Ja, ich liebe es, so korrekte Leute, ne? Da habe ich auch die 10 Silber gerne gegeben. Rückt man auch gerne ein bisschen was ab. Muss ja auch mal sein, ne? Würde ich für euch natürlich auch machen, Leute. Ich würde euch sogar ein Gold geben. Gut. So. Dann geben wir mal ab. Und dann kriegen wir direkt unser nächstes Level up. So, Kollege. Zum Beispiel. Machen wir ein bisschen Wasser. Hoffentlich ist das wichtig. Natürlich ist es wichtig. Lebt wohl.
Yes, Scharlachrote, wie ich es gesagt habe, Leute. Machen wir eben direkt auf 20 hoch. Waffen nochmal nach. Bis dann haben wir unser Mana wieder voll. Und wer seid ihr? Genau, die Rüstung erstmal noch. Stylisch. Ach so, ja, weil ich jetzt aufgestiegen bin, natürlich. Gut, gut, gut. Und weiter geht's. Gut, dass ich mir das aufbewahrt habe, Leute, weil ich wusste nämlich, dass wir da auf jeden Fall noch Quests zu machen haben. Deswegen können wir jetzt direkt beides mit einem Schlag machen. Noch vorhin? Ah, wirklich. Okay, Mate. Ah, das scheint hier aber nicht was machen zu müssen. Wo sind denn diese Zauberer? Hä? Keiner da? Warum? Ich glaube, vom Mana her lohnt sich Frostblitz am besten, oder? Ein Feuerball können wir reinknallen. Aber den Rest machen wir Frostblitz. Ja, wo sind denn die ganzen? Hä? Ich will meine Rune. Kann nicht wahr sein. Ah, da. Hat der Kollege sich versteckt, wa? Irgendwie. Ah, da hinten ist noch einer. Oder eher gesagt eine. Eine Lady. Gut, dann süppeln wir mal eben was. Muss nur schauen, nicht, dass hinterher doch der Magier gleich hier ist und dann mir den wegschnappt. Ich hätte schon ganz gern die Rune, ne? Von denen sind echt wenige da. Das ist zu weit. Sehr wenige. Das lädt immer noch auf. Komm schon, gib mir. Nicht. Natürlich nicht. Wer hätte es denn gedacht? Magierin. Super, jetzt habe ich hier noch einen Konkurrenten. Er ist meiner. Aber immer noch nicht die Rune. Immer noch keine Rune in Sicht, Leute. Hm. Sehr, sehr komisch. Ehrlich, kein einziger, ne? Also beziehungsweise sehr wenige. Hm. Ja, wie lange gammel ich jetzt hier rum nur für eine Rune? Das ist die Frage aller Fragen. Aber ich glaube, wir müssten hier nochmal hin oder ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja doch, wir müssen den hier später nochmal umhauen, oder? Kann es sein? Kann doch nicht wahr sein, Leute. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Hm. Was machen wir da? Wir so lange rumgammeln, nur für die Rune. Also mit meinem Schurken hat die auf jeden Fall schneller gedroppt. Definitiv. Hier oben ist keiner, ne? Nein. Auch nicht nachgespawnt? Anscheinend nicht.
Ich weiß nicht, mussten wir hier nochmal hin? Ansonsten mache ich die Quest jetzt erstmal ready. Gebe die dann ab und ich meine, wir müssen hier nochmal hin. Und dann den Kollegen killen. Bisschen schwierig gerade, ne? Oh. Komm schon. Ja, sehr gut. Aber wenigstens haben wir schon mal jetzt die Quest gleich ready mit den Armbinden. Immerhin etwas. So, Level 6 easy, Leute, habe ich ja gesagt. Ich habe doch gesagt, dass wir Level 6 ganz easy hinbekommen werden. Eigentlich würde ich gerne die Kiste holen, aber gegen 3 auf einmal für so eine billige Kiste will ich jetzt eh nicht haben, weil da ist eh nichts Besonderes drin, ja? Ah, da hinten. Oh ja, 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 ja. Oh ja. Komme ich hier einfach durch? Kann ich mich hier durchsneaken oder kriege ich direkt Agro? Nein, ich kann hier durch. Oh, noch eine, geil. Oh, direkt snacken. Safe ist safe. Nice. Okay, der hat es jetzt nicht gedroppt. Komm schon, bitte, 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 bitte. Kann nicht wahr sein. Zaubernotizen finden. Ich habe gar nichts gefunden. Ich habe noch 0,0 gefunden, Leute. Da steht Zaubernotizen. Brauche ich mehrere? Wenn es mehrere, dann wäre es ja total kritisch. Ich denke zwar nicht, aber... Ich hätte schon ganz gerne meine Notizen jetzt, ne? Wie viel habe ich jetzt von dir weggehauen? Schon 8 Stück, locker. Wie war das dann bitte zu release, ne? Das war ja komplett Katastrophe dann. Eieieiei. Naja, wir geben es mal ab. Ich meine, wir müssen nämlich danach nochmal hier hin. Wenn ich mich nicht irre. Und dann machen wir direkt 2 Fliegen mit einer Klappe, ne? Aber die Rune will ich schon haben. Eislanze wäre schon ganz schmackhaft. Was ist? Aber ich habe halt immer so ein Pech halt, ne? Also Schwert. Unsere Zeit. Yes. Wird kommen. Ich bin ganz Ohr. So, wunderbar. Und weiter geht's. Back in town. Ja, Buffs, die reichen noch extrem lange. No problemo. Gut, dann hoffen wir mal, dass in der Zeit jetzt ein paar von denen nachgespawnt sind. Schön wär's. Aber ich glaube, wir müssen es da leider noch eine Weile durchboxen, wenn ich mich nicht irre. Ah, da guck mal. Oh. Nice. Ah, nein, der klaut mir den. Ich bin außer Reichweite. Ah, geil. Oh ja. Oh ja. Oh, gut. Oh, sehr gut. Endlich. Gut, dann können wir jetzt den in Ruhe platt machen. Kann der schön weggehauen werden. Perfekt, Leute. Es geht doch. Es geht doch. Es hat genau perfekt funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr gut. Also wir kriegen jetzt gleich die Rune, können die Quest abgeben und dann können wir uns direkt auf den Weg nach Beryl machen, würde ich sagen. Kann ich da meinen Ruhestein setzen, können da dann weitermachen und machen da locker unser Level 6, wie gesagt. Perfekt. Gut. Es läuft doch. Läuft doch besser, als ich jetzt gedacht hätte. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wird noch eine Weile dauern. Was verlangt ihr vom Tod?
grüßt den Schatten. Mhm. Löwenrolle, okay. So. Pack das beiseite. Ich weiß gar nicht, wie genau man jetzt was damit anfängt. Dann nehme ich mir mal die Handschuhe. Warum nicht? Machen wir mal Eislanze drauf. Ich bin mal gespannt, wie viel Eislanze kostet. Den Mana. Ja, kann man mitarbeiten, ne? Kann man definitiv mitarbeiten. Oh, er ist nackt. Ich bin verlassen. Dann wie für ein Stab. Oioioi. Denkt dran. Ist ja ein richtiges Prachtteil, Leute. Schaut euch mal an, wie wunderschön der ist. Gut. Auf nach Brill. Wunderbar. Ups, nein. Ausschalten. Und dann werden wir sogar die beiden Quests abgeben. Vielleicht sind wir sogar dann im Anschluss direkt schon Level 6. Glaube ich zwar nicht. Ich glaube, wir müssen noch ein, zwei Mobs killen. Aber wir packen auf jeden Fall unser Level 6. Ganz easy. Ganz easy auf entspannt. Dann könnten wir als nächstes dann schön Kräuterkunde lernen. Würde ich eigentlich ganz gerne auch relativ schnell nach Unterstadt, um Bergbau zu lernen. Bergbau wäre auf jeden Fall schon etwas, das ich ganz gerne haben möchte. Und ja. Naja, naja, naja. Ich würde sagen, ist doch ein Plan aller Pläne. Ich weiß nicht, welcher Plan. Ich hatte gerade irgendwie einen Plan im Kopf, aber ich habe es vergessen. Ah ja, Bergbau, klar. Kurzer Gedächtnis lässt grüßen. Und wie findet ihr überhaupt meinen Magier? Die sieht doch gut aus, oder? Also die Friese. Geil. Ich habe mir auch, wie gesagt, schon Hexer hergestellt, ne? Aber der parkt im Moment in Brill. Oder Brill. Brill. In Brille. Und ja. Der lässt es sich gut gehen. Hoffentlich. Ist das wichtig? Vielleicht, ich denke, ich werde den Magier bestimmt noch auf 25 schaffen, eigentlich ohne Probleme. Dann schauen wir mal. Ja, nach 2 Wochen locker. Ey, eigentlich nach 1 Woche auch, oder? Ach, keine Ahnung. Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall würde ich ganz gern den Hexer auch noch. Oh, warte mal, wir müssen hier oben hin. Urbis. Würde ich den Hexer schon ganz gerne machen. Also auch zocken. Gemacht habe ich den ja schon. Er ist da. Er ist noch heiß und fertig. Okay. Also warte mal. Hilf bei der Übersetzung von Schriftrollen. Für die Schriftrollen, die man dann benutzen kann zum Wiederbeleben und so, ne? Würde ich mal denken. Aber brauche ich die dann? Heißt das, wo kriege ich kann nicht mehr reden. Wo bekomme ich mehr? Wo bekomme ich mehr von denen her? Ist kein einziger Kürbis. Melone, ja gut, die müsste ich schieben. Aber Schieb habe ich noch nicht. Naja. Gut, 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 soweit. Alright. Okay, let's go. Können ihr eigentlich in Ruhe sammeln, wenn ich den Bauer weghaue? Bam, bam, die auch noch. Und das Schöne ist, dass sie auch relativ schnell wieder spawnen. Oder die haben das wieder umgeändert. Das kann natürlich auch sein. Dann den haue ich mal eben weg. Was haben wir hier hinten? Ach, da wäre auch Kürbis. Alles klar. Will er mich verarschen? Die, da widersteht alles. Ist doch kein normaler NPC. Ist doch irgendwie so ein Ultra-Dude gerade. Unglaublich. Nein, 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 nein. Lasst mich bloß in Ruhe. Kann nicht wahr sein. Wie kann das sein, dass ich nur am Verfehlen war? Das ist ja gerade mal Level 6. Ist ja nicht so, dass man sagt, okay, der war ja Level 9 oder 8. Nö. 6. Und ich habe den so gut wie nichts anhaben können. Naja. Ziemlich seltsam. Aber ja, die Quest, die werden wir sehr schnell fertig haben.
Sehr nice. Ja, damit. Ja, damit. Aha, Schurke. Ach komm. Ernsthaft? So, jetzt geh endlich drauf. Aha. So, ich will nur meine Kürbis haben, mehr will ich nicht. Mache ich mir den da hinten noch und dann sind wir auch ready. Das ist zu weit entfernt. Auf Ehrenbasis. Muss ja auch mal sein. Okay. Und finito. Und weg hier. Dann auf nach Brill. Dann können wir direkt drei Quests abgeben. Dann sind wir da. Dann definitiv Level up. Adios. Schön. Schön, 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 schön. Es läuft doch, Leute. Hätte ich mich ja ruhig mal buffen können, ne? Ich dachte, die bufft mich jetzt, aber nee. Hat mich geheilt. Oh. Hey. Hab ich jetzt zwar nicht gebraucht, aber danke. Da hätte ich ein bisschen Intelligenz, ein bisschen Ausdauer gerne lieber angenommen. Aber gut. Wir kommen auch so klar, ne? Ich bin ja hart. Ich bin hart im Nehmen. So, bleibst du einmal stehen, Kollege. Ich würde ganz gerne. Wow, was ein Booty. Was ein heißes Teil. Ey, 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 nicht schlagen. Ganz ruhig, mein Freund. So, was ist es nochmal, was wir sammeln müssen? Düster. Na super. Düsterkraut. Kann denn nicht einfach mal wegrennen? Kann jetzt halt überall sein. Ich muss schon ein bisschen hier. Da hinten ist eins. Das nehme ich doch gerne mit. Das direkt das nächste, sehr geil. Immer schön her damit. Da ist noch eins, geil. Achso, oh, die sind schon. Oh. Level 9, ja, nice. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nicht gut. Ich gehe drauf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. Gepriesen sei die Eislanze, Leute. Ehrlich. Gepriesen sei die Eislanze. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass die ja hier mittlerweile jetzt rot sind und mich angreifen. Dann auch noch direkt Level 9, ne? Nicht mal Level 8. Ne, direkt 4 Level draufklatschen. Direkt mich ausrotten wollen. Gut, aber wir haben die Quest. Das heißt, wir können noch eine Quest abgeben. Geil. Okay, ich sollte jetzt. Deswegen ist hier auch ein Power gestorben, ne? Weil er sich dann auch hier aufgehalten hat und dachte, ja gut, ja, mach ich auch mal. Und nix da. So, lass mich in Ruhe. Zisch ab. Ah ja. Home sweet home, gleich sind wir da. Wunderbar, Leute. Ja, dann haben wir echt perfekt gleich zum Ende der Folge das Level abgeschafft, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Ba, 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 ba. So, Kollege. Ich glaube, du verträgst ein bisschen Intelligenz. Na?
glaube, da sind wir uns alle einig. Gut, wir geben erstmal hier oben die Quest ab. Dann gehen wir auf jeden Fall gleich noch die Fähigkeiten lernen. Ich weiß nicht, kriegen wir schon Schieben ab 6 oder nee, da war das ab 8? Ich weiß gar nicht mehr, oder 10? Ach, es ist so lange her, Leute. Ich bin aber froh, wieder Mage zu spielen, um ehrlich zu sein. Auf den Mage habe ich schon echt... Habe ich schon Bock drauf, muss schon sagen. Muss ich schon sagen, da habe ich echt Lust drauf. Kollege. Level up, nice. Mehr wollte ich nicht. Gib mir mein Cash und die nächste Quest. Und dann sind wir alle glücklich. Dann sind wir doch alle happy. Raus mit der Sprache. Oh nein. Seid auf der Hut. Schon wieder ein Fehler. Irgendwie im Anfangsgebiet immer, keine Ahnung, ne? Weiß nicht, was da los ist, warum das so ist und wieso, weshalb, warum. Wenn ich verrackt, bleibt dumm oder irgendwie sowas. Aber ja, dann müssen wir jetzt halt direkt wieder rein. So. Und rein da. Was verlangt ihr vom Tod? Ich wollte nur die Quest. Das ist das Einzige, was ich verlange. Einfach nur eine Mission. Dann können wir direkt Kräuterkunde lernen. Wenn wir schon hier sind, ne? Warte, Alchemie. Hoffentlich ist das wichtig. War nicht hier auch Kräuterkunde direkt? Die dunkle Fürstin schütze euch. Ich bin von den Verlassenen. Ne, Alchemie möchte ich jetzt nicht lernen. Aha, hier. Was benötigt ihr? Auch wenn Alchemie ganz cool ist, ich will aber nur Sammelberufe haben. Und wenn ich was brauche, dann kaufe ich es mir einfach. Was ist? Vorsicht. Feinde. Ganz einfach, Leute. So, wir nehmen eben alles an. So viel Zeit muss sein. Dann die ganzen Quests auch einmal ausstellen. Oh, wir haben hier auf jeden Fall ordentlich Quests. Wir haben ordentlich was zu tun. Wunderbar. So, und wir haben immer noch ein bisschen was zum Abgeben. Sehr schön. So, direkt mal den Ruhestein holen. Was ist? Tschüss. Vertraut niemandem. Achso. Sucht nicht. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? So, dann mal den ganzen Schrott hier verkaufen. Begrüßt den Schatten. Und einmal zur Magierlehrerin. Ist sie hier oben? Achso, hier, Magierlehrer. Was mit der Sprache? Essen, Feuerball, Feuerschlag. Vertraut niemandem. Okay, den müssen wir austauschen. Der hat irgendwie nicht gewechselt, warum auch immer. Ach nein, nicht Rang 1. So. Wunderbar, ja. So, machen wir so. Gut, Essen können wir auch machen, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sieht schon mal gut aus. Unten, ne? Klar, im Keller. Im guten alten Keller. Hier ist Erste Hilfe, ne? Können wir auch direkt mal lernen. Was ist? Erste Hilfe kann nie schaden. So. Kollege. Alright. Da haben wir wieder einiges an Erfahrung. Wir haben 6 Level gemacht. Also eigentlich 5, ich weiß. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich würde sagen, wir machen es hier ganz kurz bequem. So. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.